diese berühmten Köpfe hier. Ihr lieben Zuschauer, ich habe einen jungen Mann hier kennengelernt, sagen wir mal getroffen. Ja, vielen Dank für das Jung. Ja, gerne doch. Ja. Stellen Sie sich doch kurz vor, wenn Sie mögen. Ja, mein Name ist Thilo Axel, ich bin Listenkandidat der Werteunion für Brandenburg und wir freuen uns auf diese Demo, dass wir mal wieder sagen können, was hier in diesem Land schiefläuft und wir freuen uns auf den Wahlkampf, der ja jetzt startet in Brandenburg. Ja, welche Chancen rechnen Sie sich aus? Kann man davon überhaupt so sprechen, das von Chancen? Das ist schwer zu sagen, weil wir werden ja wenig im Fernsehen gezeigt, aber wir schleichen uns so ein bisschen von hinten an, weil wir haben ganz gute Themen und ich glaube, es ist eine Menge zu tun in Brandenburg, gerade was den Strukturwandel betrifft und sowas. Also da müssen ein paar Leute ran, die ein bisschen Ahnung haben. Aber dazu muss das natürlich in der Bevölkerung erstmal ankommen. Ja. Denken Sie denn tatsächlich, dass es auch bei den Altparteien Menschen gibt, die extrem weniger Ahnung haben oder, sagen wir mal anders ausgedrückt, vielleicht nicht die notwendige Qualifikation für ihr Amt mitbringen? Naja, es geht hier gar nicht mal so sehr nur um die Qualifikation, sondern es ist eigentlich die Tatsache, dass sie gar nicht mehr für die Politik brennen. Ja, es geht nicht mehr um unsere Bevölkerung und da müssen wir wieder hin zurück. Also beispielsweise, was jetzt die Stationierung der Raketen betrifft, ja, das muss natürlich irgendwie der Bevölkerung erklärt werden, weil es ändert ja die geopolitische Lage total. Das hat nun wenig mit dem Landtag zu tun, aber es beschäftigt die Bevölkerung. Und da gibt es viele Themen und Entscheidungsfindungen, die abgegeben worden sind an den Bund, an Europa, an die NATO, wo auch immer. Und das muss vielleicht mal wieder ein bisschen sortiert werden und erklärt werden. Und dann müssen wir uns unsere Kohle zurückholen aus Brüssel. Tut mir leid, die braucht man in Brandenburg. Ja. Was kann die Werteunion, letztendlich ist ja noch eine kleine Partei. Ja. Ich habe beobachtet bzw. mir angeschaut die Prognosen für 2025. Die sonstigen gehen durch die Decke, also die sonstigen Parteien mittlerweile bei 14%, ja, was die Prognosen betrifft. Können wir dann überhaupt noch eine politische Mehrheit bilden, wenn wir davon ausgehen, 30-40% Nichtwähler, 14% verteilt auf ganz viele Parteien? Ja, es wird schwierig, es ist klar. Ich meine, aber wir leben in einer Demokratie und das ist dann Aufgabe der Demokraten, irgendwie eine Mehrheit zu finden und zu sammeln. Aber es versuchen jetzt viele, sich in der Politik neu zu engagieren. Ja, und wir müssen halt durchhalten und vor allem müssen wir uns für unsere Ziele wirklich einsetzen und wir müssen sichtbar werden. Ja, man kann die tollsten Programme und Ideen haben, wenn du nicht sichtbar bist und die Leute nicht wissen, dass es dich gibt, können sie sich auch nicht wählen. Also Kritik an die öffentlich-rechtlichen Medien? Auch, weil das, was jetzt hier im Moment läuft, also mit Frau Wagenknecht, bitteschön, eine neue Partei kann unterstützt werden, ist eine neue Idee, die sie hat. Aber das läuft alles hinaus, dass man sich eben Politik kaufen kann und das ist etwas, was mich stört. Also Frau Wagenknecht beispielsweise ist mit einer Großspende gestartet, konnte ganz Deutschland zuplakatieren und dadurch hat sie jetzt als Alternative zu den anderen Parteien große Chancen gewählt zu werden. Sie muss sich aber sehr schnell dann in den Parlamenten beweisen. Da werden wir sehen, wofür sie steht. Dass sie nun irgendwie die Frauenquote in der CDU erfüllen soll, das ist natürlich der Hammer und darauf muss man vielleicht hinweisen, das werden wir so nicht machen. Auch wenn Herr Maaßen vielleicht mal gesagt hat, das ist unser Premium-Partner, da war aber mit gemeint, dass wenn die sich verändert haben, das haben sie ja noch nicht. Dazu müssen wir sie erst mal bringen. Also dazu ist schon ein bisschen Arbeit noch notwendig. Ich glaube, es ist ja auch ein grundsätzliches Problem, dass man den Worten Taten folgen lassen sollte. Richtig. Und das sehen wir ja bei vielen Parteien, welche das nun auch immer ist. Wenn der Sessel, sag ich mal, warm gesessen ist und die Pensionsansprüche erwirtschaftet. Gehe ich in Pension. Ja, nee, aber dann ist es ja oftmals so, dass, also ich meine, eigentlich gibt es jede Partei, die also gefühlt, wahrnehmungsmäßig, Politik für die oberen 10.000 macht und nicht mehr für die Mehrheit der Bevölkerung, die das System tragen. Das ist ja genau das, was mich persönlich so aufregt. Ich komme aus der Mittelschicht, fast schon aus der Unterschicht. Ich pflege meine Mutter, habe vorher Freunde gepflegt. Ich kenne das System von unten. Ja, ja. Bin Schauspieler, bin für viele Sachen immer irgendwie kritisiert worden, war Bürgerrechtler in der DDR, habe eine Bürgerrechtsbewegung gegründet, bin dafür exmatrikuliert worden, also habe dafür wirklich bezahlt in meinem Leben. Ja. Und gehe jetzt wieder in die Politik, weil ich nicht will, dass meine Söhne in den Krieg müssen und weil ich will, dass Politik erklärt wird. Dass wir natürlich nicht die absolute Mehrheit kriegen werden, das ist klar. Ja. Wir sind eine Demokratie. Auch wir müssen uns dann irgendwie einfügen und mit den Leuten Kompromisse schließen, die uns nicht schmecken. Aber wir können aufmerksam machen auf das, was jetzt schief läuft. Das ist immer so ein bisschen die Frage, die ich vielleicht auch an die demokratische Struktur stelle, wo ich mir sage, wenn eine Partei die Wahl gewinnt, sagen wir es jetzt mal so, also die Mehrheit erreicht, warum soll sie denn nicht regieren? Warum kann sie dann im Grunde nur regieren, wenn sie sich noch mit zwei anderen Minderheitsparteien zusammentut? Weil dann haben wir das Ergebnis, was wir jetzt haben, nämlich eine Minderheitsregierung.
weil die spiegelt nicht, ich sag's ein bisschen forsch. Ja, aber das ist ja nun irgendwie das System der Demokratie. Wir haben ja nun nicht das englische oder das amerikanische System. Ja. Ja, also der Gewinner kriegt alles und dadurch sind die Mehrheiten klarer verteilt als hier bei uns in Europa oder in Deutschland. Für dieses System haben wir uns nicht entschieden, steht so nicht in unserem Grundgesetz. Also insofern muss man dann eben gucken, in welche Richtung es, was die Koalitionen, die möglichen jetzt in den Ländern erstmal geht, was da möglich ist oder was da machbar ist. Ne? Ist natürlich klar. Das Entscheidende ist, dass auch jeder miteinander redet. Also das, was jetzt in den letzten 15 Jahren gepflegt worden ist oder 20 Jahren oder seit der Wiedervereinigung eigentlich schon, ich denke nur an Lothar Wieski, der damals nicht gewählt worden ist, ja. Das war ein sehr verdienter Mann im Osten, der wirklich Opposition gemacht hat als Chef der Filmhochschule in Potsdam und der ist niedergemacht worden, ist einfach nicht gewählt worden und das war nicht in Ordnung. Können Sie machen, natürlich, klar, aber es ist ein Kippen unserer Demokratie dadurch entstanden und das wird immer schlimmer und dagegen müssen wir auf die Straße gehen, das machen wir heute. Denken Sie, dass das auch ein Grund ist, warum es keine Direktkandidaten gibt, die wirklich in die Ämter gewählt werden, die von Entscheidungen, sag ich mal, begleitet meint, was werden. Was die höchsten Ämter betrifft. Ja, weil ich sage immer, dieses Parteiensystem ist ja irgendwann mal so ausgepunkt, ne, wo ich dann sage, okay, wir können mal zwar eine Partei wählen, wir müssen also im ständigen Kompromiss sein, aber warum stellen wir nicht vermehrt parteilose Direktkandidaten, gerade im föderalen Bereich, auf, um dort ja, Entscheidungen, Politik für die Menschen zu machen und nicht ja mehr fürs Kapital. Teilweise, zumindest in, auf Kreisebene und Bezirksebene, ist sowas ja tatsächlich möglich und auch durchsetzbar, aber im Bund braucht man dafür einfach zu viele Stimmen. Ja, und du musst natürlich, wenn wir das machen würden, wenn du sagen würdest, jetzt würde jemand direkt gewählt werden als Einzelperson, der muss natürlich auch eine Mehrheit hinter sich sammeln, damit er das, was er im Kopf hat, durchsetzen kann. Ja. Und dafür ist einfach Überzeugungsarbeit nötig. Das, was wir im Moment erleben, ist eine keine Basisdemokratie, sondern es werden Entscheidungen im stillen Kämmerlein getroffen, das schon sehr lange. Ja. Und sie werden der Bevölkerung nicht vermittelt. Und man sieht nur, dass es mit uns runtergeht. Ja? Also, dass wir beispielsweise uns nicht wehren gegen eine Politik, die aus Amerika kommt, dass die sagen, sie wollen ihr Land wieder groß machen, machst du wieder great again, wie Trump gesagt hat, das zieht die beiden Regierungen voll durch. Ja. Ja, unsere Arbeitsplätze wandern ab, hier entsteht eine Arbeitslosigkeit, die nicht nötig wäre und unsere Regierung legt die Hände in den Schoß und kauft lieber Raketen. Und da muss ein bisschen was passieren. Wie stehen Sie denn da diesbezüglich zur Politikerhaftung? Ist das eine Forderung der Werteunion? Ja, wäre eine Sache, über die man nachdenken könnte. Ne? Das ist, man hat das ja bei Scheuer versucht und ist nicht durchgekommen. Ne? Was hat der versenkt für Milliarden oder Millionen? Er reiht sich ja nur in eine Reihe von, ja, sind, also ganz viele, aber ja. Es ist schwierig, Politiker so in Haftung zu nehmen, aber das, was jetzt beispielsweise passiert, dass sie eben versuchen werden, an Maaßens Pension ranzukommen, weil er irgendwie kritisch unterwegs ist und so, sowas geht alles nicht. Also da sind jetzt Gesetze gemacht worden, die werden den Leuten, die sie gemacht haben, auch auf die Füße fallen. Ja, nicht durch uns, sondern weil sie dann irgendwann angewandt werden von Leuten, die vielleicht nicht so damit umgehen, wie es eigentlich sein müsste. Ja, wir sehen es ja auch, letztendlich gibt es ja nur verschiedene Baustellen, was die Kritiker der Regierung betrifft, wie sie im Grunde gejagt, gehetzt, bestraft werden. Richtig. Beispiel ist jetzt Kompakt zum Beispiel, ich will das gar nicht weiter vertiefen. Aber im Endeffekt wäre das doch gerade... Ja, sowas gehört nicht verboten, es gehört geduldet, fertig. Ja, das ist eine unbequeme Meinung aushalten, das genau. Ist Demokratie, sich auch wenn so. Wenn wir aushalten müssen, dass die in Hamburg demonstrieren dürfen und sagen, wir wollen einen Gottesstaat haben, ja. Können Sie das machen, muss die Demokratie aushalten, Sie dürfen es nur nicht errichten. Ja. Und genauso muss auf der anderen Seite ausgehalten werden, dass die Leute, die das nicht wollen, sich irgendwo äußern dazu und sagen, wir wollen das nicht. Oh. Aber gerade dann, wenn so eine Entscheidung getroffen werden, die offenkundig fragwürdig sind, ja, gerade aus dem Innenministerium jetzt als Beispiel, gerade da wäre doch die politische Haftung, sag ich mal, dieser, ich will jetzt nicht sagen Darsteller, sondern dieser gewählten Volksvertreter, doch gerade unabdingbar. Das wäre doch eine Hauptforderung. Richtig, aber das ist ja keine politische Haftung in dem Sinne, dass materiell gehaftet wird dafür. Ja, also wir sprachen ja gerade von materieller Haftung, also wenn jemand wirklich materiellen Schaden macht. Wie man das umsetzen kann, ist schwierig. Also ich denke mal, dass sowas politisch aufgearbeitet gehört und dass Leute, die solche Entscheidungen treffen wie Frau Faeser, dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Ja. Ja, also dafür muss es Möglichkeiten geben. Sie sollte auf ihre Pension verzichten müssen, weil das, was die jetzt treiben hier, also dass der Verfassungsschutz ankündigt, wenn die AfD, die nicht meine Partei ist, ich bin von der Werteunion, aber wenn die in Thüringen, Sachsen oder in Brandenburg mit in die Regierung kommen, dass dann die Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz eingestellt
gestellt wird, das geht nicht, das ist antidemokratisch, das ist nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Er soll die Verfassung schützen und nicht sie verletzen. Darum geht es. Wie stehen Sie als Politiker zu einer leistungsbezogenen Vergütung der politischen Kräfte? Soll heißen, also ich sag mal, so eine Art Grundgehalt? So, um das mal ein bisschen zu unspezifiziert zu lassen. Die Grundhaltung der Werteunion ist, dass diese automatischen Erhöhungen abgeschafft werden sollen. Also, dass dieses Selbstbedienungsladen soll aufhören. Da bin ich bei Ihnen. So weit will ich gar nicht gehen. Ich meine, dass man wirklich ein fixes Gehalt, sag ich mal, festsetzt und dann, je nachdem, was an politischen Entscheidungen herbeigeführt worden ist, mit Bonuszahlungen arbeitet, so wie das in der freien Wirtschaft ist. Das wird schwierig. Wer soll das kontrollieren? Ja. Sie sind richtig gut locker drauf. Vielen lieben Dank. Ich bewundere Sie. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Sehen Sie, das ist toll, dass auch eine Reaktion schönes Feedback, von der ja. Bevölkerung kommt, für die wir es machen. Ne? Danke. Ja, sehr schön. Ja. Also das, glauben Sie, ist eher nicht praktikabel? Es wird schwierig. Wer soll es kontrollieren? Also müsste es eine Art Ethikrat geben oder wer soll... Haben wir doch. Wir haben doch einen Ethikrat. Na ja, aber soll der darüber entscheiden, wer was verdient? Das wird schwierig. Locker. Weiter locker bleiben. Ganz locker. Ja. Ne? Ganz locker. Sie sind nicht in der Verantwortung. Nicht mal für das, was Sie da drehen. Doch, definitiv bin ich in der Verantwortung, was ich da drehe. Selbstverständlich. Das wird gerade live übertragen. Da bin ich selbstverständlich für verantwortlich. Ganz klar. So aber muss es sein, aber darum geht es auch, dass die Bevölkerung ihre Meinung sagen kann. Ja. Weil ich bin ja nicht dazu da, als, ich sag mal, als freier Journalist Lösungen zu offerieren. Ich bin, meine Hauptaufgabe liegt es darum, im Grunde nachzufragen, kritisch nachzufragen und Meinungsbilder abzubilden. Das ist meine Hauptaufgabe. Das hört sich gut an. Ja. Jetzt kommen wir langsam ins Gespräch. Ja. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen und gerne. Wählt die Werteunion. Wir treten an in Thüringen, Sachsen und in Brandenburg. Ja? Also ihr Lieben, ihr wisst ja, mein Kanal unterstützt keine Parteiwerbung, aber selbstverständlich nehmen wir das jetzt gerne mit. Vielen Dank fürs nette Gespräch. Ich danke. Und viel Erfolg für Ihren Weg. Danke. Dankeschön. Danke.